Moin Leute, willkommen zurück zum Midwild Rookie Challenge. Wir machen das jetzt weiter, weil ja, wir haben da einen Mischmasch. Wie ihr seht, sind die Teilnahmebedingungen der TVR-T400R, der Mosler MT900R, der Gillette Vertigo Streif, der Porsche 911 GT2 B-Turbo. Ich werde kurzfristig entscheiden, welchen ich nehme. Ihr seht auch da, dass da ein Pfeil ist. Ich habe das mal gestartet, weil ich mal selbst wissen wollte. Entschuldigung. Ob die funktioniert, die funktioniert. Da gibt es keine Probleme mit, da das ja keine gemoddete Strecke ist. Ja, auf jeden Fall starten wir die einfach neu. Und ja, der Absurdus ist auch wieder mit am Start. Hey ho. Und ja, wir haben auf jeden Fall definitiv ein paar Themen vorbereitet. Und ja, ich überlege mir gerade, welchen Wagen soll ich nehmen? Am besten einen, der schnell fährt. Ja, von der leistungstechnisch sind die ja eigentlich recht ähnlich. Weil das ja ansonsten kein Midfall-Rookie-Cup wäre. Aber da ich mit dem Porsche ziemlich vertraut bin, denke ich, werde ich wahrscheinlich den Porsche nehmen. Weil ich bin auch so ein Porsche-Fan, von der sich gesehen, warum auch nicht. Ich meine, klar, Porsche ist zwar casual und so, aber gegen Porsche kann man eigentlich nie sowas sagen. Ist einfach ein Spaßauto. Finde ich jetzt. Ich weiß ja nicht, was du jetzt Ja, es kommt dann immer darauf an. Also es gibt dann ein paar Leute, die sagen, es ist ja wohl auch ein, ja, ich möchte fast sagen, Lifestyle-Wagen, wo du dann zeigst, okay, du kannst halt das halt leisten, du bist da quasi was Besseres, aber ganz ehrlich, Porsche ist mittlerweile, ja, früher war es mal so, aber mittlerweile ist es eher so ein Wagen, okay, ich will jetzt ein bisschen Spaß haben, ich habe ein bisschen mehr Geld auf Tasche und jetzt leiste ich mir das. Ja, richtig, Und weil nicht, dass ich nicht irgendwie so ein Statussymbol, so wie es früher war. es ist Kommt halt mir eben zumindest nicht, so vor. ja, es ist auch einfach nicht mehr so teuer geworden. Also es ist allgemein nicht mehr so teuer. Das kommt zusätzlich dazu, aber. Wow, okay, wir nehmen den Red Bull. Wir nehmen den Red Bull. Red Bull präsentiert das ja. Nein, ich will damit nicht untermalen, dass ich ein Vettel-Fan bin. Nein, ich bin allgemein kein Formel-1-Fan, wie ihr mittlerweile mitgekriegt habt. Schon ziemlich lange. Ich bin mehr so der DTM-Typ. Weswegen es auch bei mir auf dem Kanal wahrscheinlich auch niemals Formel-1-Let's Play geben wird. Von daher. Das ist sehr schön, weil wenn du ein Formel-1-Let's Play machen würdest, könntest du mich als Co-Moderator vergessen. Ja, weil du dann sowieso dich darauf konzentrieren müsstest zu fahren und so. Na, aber. Ich mag Formel 1 auch absolut nicht, ich bin mehr der Rallye-Typ. Ja, apropos Rallye, WRC 2010 wird ja auch noch bei mir kommen. Ja, das ist auch ein Spiel, das würde mich eher reizen, aber das hat auch irgendwie nicht die Bewertung bekommen, dass ich sage, okay, ich schaue mir das jetzt mal an. Also ich muss sagen, es ist eigentlich ganz nett. Also ich kann es eigentlich dir schon empfehlen. Es ist eigentlich ganz nett, das mag schon sein, aber es dürfte nicht so gut sein wie die Vorgänger, was ich bis jetzt gehört habe. Die Vorgänger sind ja auch nie auf PC erschienen. Ich weiß, ich kenne von den Konsolen her. Ja gut, das ist jetzt wieder was anderes. Also ich würde sagen, für eine PC-Portierung ist es eigentlich doch ganz gut gelungen. Und ich komme, also steuerungstechnisch würde ich auch nicht empfehlen, das Ganze mit einem, wie heißt es, mit Tastatur zu fahren. Controller ist das ist klar, für Rennspiel hat man ja Lenkrad oder eben Gamepad. Deswegen, ja. Boah, Alter, der hat ja ein. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Feintuning dran vornehmen. Klingt tut er auf jeden Fall schon mal gut. Das ist sehr schön, weil der Klang ist ja immer wichtiger als die Endgeschwindigkeit. Richtig. Und wieso ist das so? Na, ich muss die Bremsen auch einstellen, dass die härter sind. Na egal, nee, auf jeden Fall. Abgesehen davon, du hast ein Thema. Ja, und zwar wurde ich gebeten, vielleicht ein Thema vorzuschlagen, wenn ich was habe, was ich gerne besprechen würde. Oder worüber ich gerne mal ein bisschen was loswerden möchte. Und tatsächlich habe ich ein Thema dabei auch gleich sofort im Kopf gehabt.
was ich momentan in meinen Let's Plays aufgrund mangels von Aufnahmen nicht behandeln kann. Und zwar gab es einen, also nicht nur einen, es gab mehrere Fälle von grober Steuerhinterziehung momentan. Im Speziellen in Deutschland, aber auch in Österreich. Also wir sind da davon auch etwas betroffen, also etwas sehr betroffen gewesen. Und jetzt gab es da einen ganz besonderen Fall. Und zwar den von quasi Mrs. Wohltätigkeit überhaupt. Die meisten werden es jetzt schon wissen, wir reden jetzt gerade von Alice Schwarzer. Genau. Und reden möchte ich deswegen über dieses Thema, weil vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Es gab am 4.2. im WDR, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber das ist halt da einfach die Basis für, eine Sendung von Domian. Habe das vielleicht kennen. Und das ist eine Sendung, die schaue ich mir hin und wieder mal an, einfach aus Langeweile und weil ich halt einfach mal gerne wissen möchte, was da so abgeht an Themen und meistens sind es auch wirklich Menschen, die Hilfe benötigen oder benötigt haben und ich finde das super, dass denen da geholfen wird. Und dann gibt es aber auch so Leute, die da anrufen, wo du dir nur denkst, oh Gott, wie kann man denn überhaupt überleben mit solchen Einstellungen? Dem Leben von sich selbst oder anderen gegenüber. Und genauso eine Dame hat da am 4.2. angerufen. Die fixste Ansicht war, dass sie die Frau Schwarzer verteidigen muss, weil die damals auch in dieser Frauenbewegung war. Und ganz ehrlich, die hat da definitiv Dinge gezogen und abgezogen, die in keinster Weise irgendwie für Frau Schwarzer sprechen. Und dazu komme ich gleich. Und es ist halt krass, wenn dann genau diese Leute behaupten, ja, alle anderen hätten doch irgendwie einen Sprung in der Murmel, weil die halt da irgendwie da nicht drauf kommen, dass die eigentlich quasi der Messias in Person ist und also die Frau Schwarzer nicht jetzt die da angerufen hat. Und ja, ich weiß nicht, also die hatte auf jeden Fall gröbere Probleme mit sich selbst. Und zwar hat sie auch dieses Argument, dieses bereits Totgetretene zu dem Zeitpunkt gebracht, dass die Frau Schwarzer ja irgendwann mal dachte, dass sie aus Deutschland fliehen müsse und deswegen eben das Geld auf dem Konto versteckt hat. In der Schweiz. So. Ja, nee, was ich jetzt auch so nebenbei sächlich dazu mitgekriegt habe, war ja auch halt eben, dass sich jetzt die anderen Länder, wie zum Beispiel, ich glaube, Italien, Spanien, Griechenland und so, darüber aufgeregt haben und haben gesagt, so, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, das haben wir heute auch in der Schule, in der Klasse besprochen, also kurz angesprochen, von wegen so, dass die darüber jetzt gemeckert haben, weil die gesagt haben, das ist doch lämmerlich für ein paar Hunderttausender, wenn man bedenkt, dass andere Länder da teilweise schon an die Millionen bis Milliarden verschwendet haben, beziehungsweise Steuerhinterziehung gemacht haben. Dass Das das total Phänomen an dem übertrieben Ganzen ist. ist jetzt, das Phänomen an dem Ganzen ist jetzt ja eigentlich weniger, dass man da jetzt irgendwie besonders auf die Frau Schwarzer einhacken muss, sondern dass sie da so vehement verteidigt wird. Denn jetzt kommt der logisch, der logisch anspruchsvolle Teil dahinter. Die hat das ja nicht nur über 2, 3 Jahre gemacht, wo sie vielleicht mal Angst hatte, dass sie auswandern muss, wofür ich es auch noch verstanden hätte, sondern über wie viele Jahre? 30, glaube ich, oder? Also es war Kann sein, ziemlich ja. lange eigentlich. Und wenn ich 30 Jahre lang Angst habe, dass ich auswandern muss, dann würde ich auswandern, ganz ehrlich, weil wenn ich 30 Jahre in der Angst lebe, dass ich Fang jetzt da an zu bremsen. auswandern muss, Fang jetzt an zu bremsen. dann muss das eine Paranoia sein, die schlimmer nicht geht. Und wie man dann überhaupt noch irgendwie an die Tatsache, ich will nicht sagen glauben kann, aber an der Tatsache festhalten kann, dass das alles war, weil sie da mal 1, 2 Jahre eben diese Fluchtgedanken hatte.
Da hört es dann irgendwo mit Logik und Verstand auf. Wie immer natürlich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn ich irgendwo was Wichtiges vergessen habe, schreibt es in die Comments. Wenn ich selbst aus einem Grund nicht mitkriegen sollte, wird mich sicher Chingy daran erinnern. Weil die Scheiße, die ich mir einlöffle, die löffle ich auch selbst wieder aus. Aber es ist halt einfach die Tatsache, stur lächerlich. Also es ergibt in keinster Weise Sinn und ist nicht wirklich vertretbar, aber sie hält halt dran fest und das ist halt irgendwie Eher kompletter unverständlich. falscher Weg. Ja. Ja. So, ich habe ja Ja, hat die währenddessen viel. er Was jetzt ich noch? geredet hat, habe ich mal ein bisschen Feintuning vorgenommen, um mal ein bisschen mehr Leistung hier rauszuholen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr den Wagen beeinflusst. Ich weiß es nicht. Ich merke nur gerade, dass er ziemlich weich auf der Achse ist, weil ich die Stabilisatoren bzw. die Federn ein bisschen weicher eingestellt habe. Okay. So, wir sind ja Verzeihung, immer noch Verzeihung. im Qualifying. Von der Sicht gesehen habe ich dann ein bisschen Zeit. Dann passt das ja. Was ich nur noch ganz dringend dazu sagen möchte, ist, klar, die hat viel Wichtiges und Gutes getan. Das streite ich ihr nicht ab. Aber dass ich mich danach noch immer als ultimativer Heiland präsentieren möchte, weil sie halt dann spontan mal 1 Million Euro an eine Stiftung gegeben hat. Wobei eine Stiftung ja auch immer relativ ist, weil von der Stiftung kann sie selbst auch profitieren, weil sie es gut anstellt. Also quasi Steuerhinterziehung auf legal und deswegen ist das immer so ein bisschen fragwürdig und vor allem hinterfragungswürdig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit der Stiftung aufgebaut ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass die da auch irgendwie wieder was reingedonnert hat, dass sie da quasi freies Geld wieder rauskriegt. Ich will jetzt nichts unterstellen, es ist eine Möglichkeit, die eben da im Raum steht. Ich weiß es nicht, wie weit das wirklich von ihr so praktiziert wird, Schrägstrich wurde, aber es ist halt eine Möglichkeit, die im Raum steht. Ich weiß es selber persönlich gar nicht, da ich keine Informationen dazu habe. Ich kriege sowas meistens immer nur nebenbeiläufig mit. Deswegen. Ich möchte halt nur betonen, dass es da in der Hinsicht sehr viele Möglichkeiten gibt, auch auf legale Art und Weise da Steuern oder Steuergelder quasi für den Staat unbrauchbar zu machen. Und da ist jetzt das Auslagern in ein anderes Land nicht die einzige Möglichkeit. Das möchte ich nur da in der Hinsicht noch klargestellt haben. Es liegt auch so ein bisschen an der Korruption, sage ich mal so, da dran, weil Korruption kannst du auch durch sowas betreiben, wenn man es mal jetzt so betrachtet. Ja, natürlich. Das ist Und natürlich auch in dem wenn ich mir so Spektrum. einen Bericht halt eben darüber anschaue, gab es ja letztens, speziell jetzt auf die EU gesehen, einen kleinen Bericht, dass die EU auf jeden Fall für die Korruption an Afrika Mitschuld hat. Ganz Genau. ehrlich, wenn ich mir das Ganze so anschaue, ja, definitiv. Denn Europa versucht da zwar ein bisschen Ordnung reinzubringen, mischt aber zu viel in der Politik mit, weswegen dann kein Wunder ist, dass Korruption da eine Rolle spielt. Und Es ist generell so, dass Korruption da auftritt, wo Armut ausgenutzt wird. Also klingt es vielleicht ein bisschen blöd, weil Korruption immer mit direkter Geldbestechung in Verbindung tritt. Aber genau da, wo es den Menschen scheiße geht, sind die viel eher dazu bereit, Geld für was unter Anführungszeichen Unsinniges rauszuschmeißen, um sich einfach minimal den Lebensstandard aufzubessern, als in Bereichen, also in Ländern, wo es den Menschen sowieso gut geht. Ja, klar. Ich Und meine, man. deswegen hat Korruption ja weniger mit Geld zu tun, sondern vielmehr eben mit der zugehörigen Armut quasi. Ja, richtig. Aber das vergisst halt der ein oder andere ganz gern, deswegen wollte ich es nochmal so gleich reinwerfen.
Oh, habe ich mich doch noch ein bisschen verbessert, ein paar Sekunden. Und das Tolle ist natürlich, je mehr ich rede, umso mehr kann sich der gute Charter aufs Spiel konzentrieren und bessere Zeiten fahren. Ja, ne, ich verliere trotzdem komischerweise im ersten und zweiten Sektor so viel Zeit, hol das dann aber komischerweise dann im dritten Sektor wieder raus. Okay. Deswegen, der magische dritte Sektor. Ja, es war aber schon immer so bei mir, dass ich immer in den ersten zwei Sektoren immer so viel Zeit verliere, dann aber im dritten Sektor so viel wieder reinhole. Ja, Hauptsache, du weißt, wo die Zeit hingeht. Definitiv, in meine Hände, in mein Auto. Ja gut, ich schalte auch teilweise selber ganz einfach, weil der nicht automatisch runterschaltet, weil ich habe ja automatisch Schaltung drin. Ja. Deswegen, dadurch kann man ja auch teilweise ein bisschen mehr Zeit reinholen. Nur ich bin halt eben so nicht so ganz gut geübt im selber Schalten. Weswegen ich dann teilweise dann doch mehr Verlass auf die automatische Schaltung dann lasse. Ja, ist halt je nach System und Planung halt anders. Richtig. Gibt auch verschiedene andere Let's Play. Ich finde das einfach, das ist jetzt auch zum Beispiel ein Punkt, worüber man wieder streiten könnte, von wegen so, ja, bla, Community verlangt das und das und was weiß ich noch alles. Von wegen Perfektion und so. Das ist was, was mich am Anfang sehr hart getroffen hat, als ich eben mit Anno anfing. Mein ganz erstes Let's Play war ja ein Anno-Let's Play. Und total viele meiner ersten Kommentare, die ich bekommen habe, waren ja, du bist scheiße, ich kann das viel besser. Schau dir mal bei dem und dem das an und dann kannst du weiterreden. Und ich dachte mir dann immer nur so, ja, okay, aber vielleicht habe ich ja nicht diesen Perfektionsdrang, den die da alle haben oder haben wollen oder haben müssen, keine Ahnung. Wer mich hier reden hört oder auch auf meinem Kanal vorbeigeschneit hat schon mal, der weiß, dass ich ein relativ entspannter Mensch bin und dementsprechend auch ja, gewisse Dinge mich einfach herzlich wenig interessieren. Stress zum Beispiel. Das ist was, das kann ich nicht haben. Ja, da bin ich genauso den, so ein Typ. Den gesunden Stress, ja klar, den braucht man einfach, dass man einfach mal ein bisschen Druck aufbaut. Aber dieser abgrundtief eklige Stress von wegen, du musst das jetzt haben oder es passiert irgendwas, weil sonst dann und so. Der kann mir gestohlen bleiben. Und da bin ich dann auch mit mir selbst quasi so hart, dass ich dann sage, ja, nein, das mache ich jetzt nicht. Also da schalte ich dann direkt ab. Und wer dann diese Erwartungen an die Let's Player hat, dass die da alles zu 100% wissen. Oder zu 100% Leute, perfekt spielen. Genau, Leute, wir sind auch nur Menschen. Wir können zwar das eine oder andere Spiel oder das eine oder andere Spielelement ein bisschen besser als jemand anderer, aber dafür können wir auch wieder andere Elemente überhaupt nicht. Aber gerade die Fails machen doch den ganzen Spaß ja aus. Das außerdem, also wirklich lustig wird's erst mit den Fails. Richtig. Achtung, gelbe Flagge in Sektor 3. Sektor 3 ist gelb. Und wer damit jetzt nichts anfangen kann, ja gut, das sei dann mal dahingestellt, damit will ich dann wieder nichts zu tun haben. Na, ich denke, ich höre hier auf mit dem Qualifying. Weil besser werde ich auch nicht. Und ich habe mir den dritten Platz erkämpft. Das ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Gute Arbeit. Das ist sogar besser, als ich erwartet habe. Bei 95% Stärke. Kann jetzt an zu bremsen. Upsala. Ja. Ich muss sagen, bin ich ziemlich zufrieden mit. Dritte Platz. Oh ja, doch. Ja, wir hätten sowieso nur 200stel gefehlt. Macht nichts. Zumindest bin ich unter den ersten 6. Beziehungsweise unter den Top 5. Sagen wir es mal so. Ja, Batman fährt auch mit, wie ihr seht. Ja, Batman. Ja, Batman. Batman fährt auch mit. Und sogar das Batman. Yo, da ist ja wirklich Batman-Lackierung drauf.
Ach geil, einfach nur geil. Na egal. Wir werden auf jeden Fall mal weiterschalten. Ich bin natürlich letzter. Nein, ich habe mich auf den 6. Platz katapultiert. In der Komplettbewertung vom 3. auf den 6. Ja, und Batman ist natürlich auf meinem Platz. Ist klar, auf jeden Fall. Egal, wir machen dann jetzt gleich weiter. Und wir sehen uns in dem Sinne dann gleich wieder. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.